Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Lange ist es her, lange ist es her, dass wir eine Make-It-Stop-Episode hatten, aber es ist wieder soweit. Es ist definitiv wieder soweit. Vorgestern dachte ich mir so, yo, vielleicht gibt es ja Songs von Impfgegnern oder so. Das könnte man ja eigentlich irgendwie als lustige Episode zusammenpacken oder als traurige Episode, je nachdem. Und ich glaube, wir werden jetzt entweder richtig Spaß haben. Oder wir werden nichts Neues lernen, einfach nur verzweifeln und naja, deine Zeit verschwenden. Aber mal schauen, eins von beiden, mal gucken. Ich habe jetzt schon drei Songs vorbereitet. Zwei davon sind wirklich bei dem Thema, dass Impfen total scheiße ist und so. Und danach habe ich noch einen Covid-19-Diss-Track, okay? Jedenfalls, jetzt schauen wir mal gleich in den ersten Impfgegner-Song rein. Das Ganze hochgeladen von Veni Vidi Vici 1993. Also man weiß, dass er kam, sah und siegte, auf jeden Fall. Dieses Video ist jetzt schon so bescheuert. Also, wir haben ein sehr sanftes Gitarreninstrumental und ich habe nichts anderes erwartet, lustigerweise. Ich habe echt nichts anderes erwartet. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand so richtig so rappt, so, ja, das kann gar nicht sein. Die Regierung, die will uns verarschen, Alter. Ihr müsst mit eurem dritten Auge offen sein. Mir war schon klar, dass das so ein richtiger komischer Dude aus Kleve oder Dresden oder sonst was sein wird. Entschuldigung für alle Leute aus Kleve oder Dresden, aber manche von allen Leuten sind echt komisch. Das ist so irgendwie wieder deutsche Florida Man einfach, weil in Florida kriegst du auch immer irgendwas mit, dass irgendein Typ oder irgendeine Frau einfach komplett am Ausrasten ist. Ich finde aber die eingefügten Bilder zum Beispiel auch ziemlich gut. Also muss ich schon sagen, also die eingefügten Bilder hier sind schon. Wir scheißen in das Hirn der Massen. Impfgegner sollen die Massen hassen. Kinder, ja. Massenmanipulation. Hört ihr nicht, Leute? Hört ihr nicht? Junge, der ist so woke, Alter. Lasst euch impfen, auch wenn es sinnlos ist. Wir wollen euer Geld, also nehmt unser Geld. Der ist so woke, das ist gar nicht mehr woke. Es ist einfach, Junge, er ist einfach King Woke, Mann. Wir brauchen Geld für Koks. Wir brauchen Geld, um Golf zu spielen. Wir sind die Impfgötter in Weiß. Sind nur auf eure Kohle Ja, safe, heiß. Bro. Ah. Wenn du dich nicht impfen lassen willst, dann mach's nicht. Nichts Problem. Ich komme jetzt auch nicht mit einem Song raus, der sagt so, yo, Nichtrauchersong. Rauchen ist Manipulation, Rauchen ist dies, das und jenes. Mach's einfach, wenn du es unbedingt machen möchtest. Ich wäre eigentlich auch sehr interessiert daran, wie schnell der Text geschrieben wurde. 15 Minuten, 20, 10. Wer weiß. Übrigens, die Kommentare sind auch sehr, sehr, sehr schön. Klasse, so ist es. Danke, Jungs. Sonst ist der Schutz nicht korrekt. In Wirklichkeit braucht's keine Sau, denn Muttermilch hat jede Frau. Ich bin der Kinderarzt, Herr Meier, verdiene im Monat 10.000 Eier, doch ich will mehr. Mit gesunden Menschen lässt sich kein Geld verdienen, mit toten Menschen ebenfalls nicht. Das Geld liegt genau dazwischen. Faktastisch. Oder diese anderen Facebook-Seiten, das sieht genauso aus. Ich glaube manchmal echt nicht, dass solche Leute existieren. Wirklich, es ist brutal. Eindrucksvoller Song. Ja.
Wen will ich hier verarschen? War ein guter Anfang, muss man schon sagen. Es war sehr, sehr klangvoll, die Stimme war beschissen, der Text war beschissen, die Thematik auch. Mal gucken, was der zweite Song zu bieten hat. Corona-Song, Ich lass mich nicht impfen, neue deutsche Schlager 2020, unveröffentlicht. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist das Trio meiner Sleep Paralysis Demons, Alter. Was ist das denn? Was ist hier los? Wer hat denn so ein Scheiß designt, Alter? Ohne Witz. Digga, schau ihn dir an. Schau ihn dir auch an. Yes. Jawohl, so schaut's aus. Ich lass mich nicht impfen, ich bleib daheim, weil dann brauche ich mich auch nicht impfen lassen, wenn ich bloß daheim lasse und die Kontakte auslaste. Ist eine ganz klare Sache. Ich habe safe heute Albträume. So, es ist. Ich habe safe heute Albträume. Was ist denn das? Ich denke da genauso. Es gibt kein Langzeitbest. Es gibt kein Langzeitbest. Vielleicht geht das noch hinten los und gibt uns dann den Rest. Ich finde die Kommentare sehr gut. Zum Beispiel von Rico 3D World. Erneut ein herrliches Lied und sehr guter Text. Die drei Typen in der Animation sind genial. Absolut. Daumen hoch für deine hervorragende audiovisuelle Produktion. Vielen Dank für die unterhaltsamen Momente, Gabi und Uwe. Wir wünschen euch ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest. Herzliche Grüße aus Wien. Grüßt zurück Elisabeth und Richard. Elisabeth und Richard, ihr beide seid einmal ungefähr so lost. So lost. Dass es gar nicht mehr geht. Ich lasse mich nicht impfen, ich hab da eh Problem. Ich hab da eh Problem. Ich reise lieber die Kontakte. Ich habe auch eine neutrale Stimme gefunden, nämlich die Renate H. Akkordeon, ja. Der hat gesagt, hallo, wieder super gemacht, wieder mal natürlich. Ich lasse mich allerdings impfen. Grüße Renate. Props an Renate. An Renate H. Akkordeon, Alter. Ohne Scheiß. Ich hoffe, ihr Nachname ist Akkordeon. So mit George W. Bush, Renate H. Akkordeon. Ganz klare Sache. Aber gleich mal an dich. Dann schlag halt was vor. Real Talk, schlag vor, was wir tun sollen. Ohne Witz. Oh, warte. Oh. Im Video ist eine Botschaft. Moment. Die Lage ist sehr ernst, aber jeder sollte selbst entscheiden dürfen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Natürlich eine Meinung, die definitiv klar geht. Würde ich auch so sehen. Was ich immer so lustig finde, gleich alles so zu verurteilen, ohne sich zu informieren, ist sowieso immer sehr, sehr funny. Weil zum Beispiel ja ganz am Anfang gesagt wurde, ja, diesen BioNTech, boah, den nehme ich überhaupt nicht, vergiss es. BioNTech ist ja was komplett Neues, dieser mRNA-Impfstoff. Da haben wir noch überhaupt gar keine Erfahrung mit. Nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt wird der so gut geredet. Und der AstraZeneca, der alltägliche, der ganz normale Impfstoff, der teilweise eine heftigere Wirkung hat als bei anderen Impfstoffen, für andere Dinge, wie zum Beispiel Pneumokokken oder fucking FSME oder sonst was, der wird jetzt auf einmal gehatet. So. Ich finde es immer lustig, wie Leute sich immer beeinflussen lassen von den größten Dingen. Und das so schnell, wirklich so schnell, weil wenn du überlegst, im Dezember war es ja so weit, dass Leute gesagt haben, nee, kein BioNTech. Grundsätzlich ist die Thematik aber jetzt mal vorbei und wir kümmern uns um den letzten Song von Marcel Köhler. Der sagt Marcel Köhler nix, dann würde dir gleich was sagen, Bitch. Covid-19, ach du Schreck, nimmt uns den normalen Alltag weg und jede Urlaubsreise abgesagt. Yo. Corona hin. Yo, hast du die Pause? Bemerkt? Fucking Jay-Z in the
Flash fucking Hove in the building. Nee, aber ernsthaft, ich will mich natürlich nicht über ein Kind unfassbar lustig machen. Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Die Heimschule nimmt jeden Tag ihren Lauf. Ich vermisse meine Klasse. Auch wenn doch wieder normale Schule wäre. Kann ich aber nachvollziehen. Es ist bestimmt voll weird, in der Schule zu sein, während die ganze Corona-Situation ist. So, weißt du, du gehst irgendwie in die Schule, denkst am ersten Monat von Corona, geil, du hast jetzt mehr Ferien und sonst was. Aber ein Jahr danach, so, wenn du halt wirklich ständig keine Schule hast, beziehungsweise so einen Online-Unterricht oder so, boah, das würde mir echt wirklich extrem den Hals raushängen. Das Lächeln ist so schwer. Oh, shit. Yo, alles klar bei dir? Ich hoffe, es geht ihm gut, aber ich hoffe, Marcel, wo auch immer Marcel gerade ist, dir geht's gut. Ja? Kein ständiges Desinfizieren, kein Mundschutz, Menschenmassen, egal, das wäre genial. Ja, fuck it, egal, lass einfach machen. Ich hoffe, er hat es nicht so gemeint. Ich hoffe. Corona her. Das Lächeln ist so schwer. Was sagst du dazu? Ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich sag mal so. Was war das denn? War das jetzt ein kleineres Kind, was einfach ins Mikrofon geschrien hat? Oder was war das jetzt? Was sagst du dazu? Ja? Ich sag mal so. Ist aber süß, es ist süß. Für sein Alter weiß der auch ziemlich gut, wo er sein Flow platzieren muss tatsächlich. In der Beschreibung steht übrigens eine Hausaufgabe der besonderen Art, die Meinung eines Kindes zur derzeitigen Situation. Der Text ist aus einer Aufgabenstellung, einer Hausaufgabe entstanden und wurde komplett selbst geschrieben. Dass er komplett selbst geschrieben wurde, ist uns aufgefallen. Aber macht nichts. Finde ich aber cool, dass ein Lehrer sowas zur Hausaufgabe aufgibt, weißt du? So quasi, mach dir mal Gedanken zur ganzen Situation, was denkst du darüber? Das finde ich cool. Da kannst du einfach als Kind ein bisschen lernen, wie du gescheit reflektierst, weißt du? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich ein cooler Lehrer. Wer auch immer der Lehrer ist, Shoutout an den Lehrer, auf jeden Fall. Und ich möchte nochmal anmerken, ich mache mich über dieses Kind hier nicht lustig. Ich finde Corona auch doof. Merkel, Söder, Drosten und Spahn und wie sie alle heißen, sollten sich in ein paar Jahren in den Arsch beißen. Wow, Moment. Das durftest du eine Hausaufgabe sagen, Alter? Krass. Corona hin, Corona. Okay, wir haben es verstanden. Wir haben es grundsätzlich verstanden und ich glaube, hiermit können wir auch das Video beenden. Wir haben was dazugelernt. Wir haben gelernt, dass es Sleep Paralysis Demons gibt, die so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Nee, aber hiermit schließe ich das Video mal ab. Lasst es euch gut gehen. Ciao.